total schlecht gemacht. Irgendwas haben die sich dabei gedacht. Ja, weiß ich nicht. Also unangenehm, weil es geht unangenehm, weil es geht hinter dem Nacken links runter, nur so links runter. Wenn ich dann so ein bisschen am Kabel ziehe, komme ich aus dem rechten Ohr raus. Keine Ahnung. Jeden Fall ist das nicht gut. Ich gucke mir das mal kurz auf Amazon an. Also halten tut sie durchaus auch nicht. Die sind eh total leicht im Ohr. Ich muss mal schauen, dass ich größere Dinger rein tue. Oder sind die größten drin? Ach, deine Memory-Schaum sind noch gar nicht da, oder wie? Ja, Montag erst, Montag erst. Ah. Das Krasse ist, Ja. wenn ich jetzt dann am Kabel ziehe, zieht sich nur das linke Ohr raus, ne? Weil ist ja klar. Und das rechte Ohr, das hängt mit so viel Kabelverzögerung da dran. Okay. Ich kenne es nun mal, Welche weil hast du, die das was 300? C300 irgendwas oder sowas. Okay, also hier steht zum Beispiel in der Anleitung, dass da noch eine kleine Tasche bei ist. Die hast du, ne? Hast du, und Ne. die Blister-Dings ist ja sogar. Habe ich da nichts? Mach mal. Ich höre Hier gerade wieder steht's. nichts. Moment, ich muss halt immer wieder hin und her rutschen hier. Küche. Ich hab da nichts. CX300-2 Black Präzision. Ich guck mal, welche wir in Discord Tasche kann hatten. hier drin sein, diesen komischen Plastikding da noch. Also so viel Plastik ist schon krass. Ist aber nicht unüblich. Lebt die Tasche noch im Blisterverpackungen Plastik da werden drin? oft eingesetzt. Ist sie? Bin jetzt halt entgegen. Ich krieg das Ding nicht raus, ohne das zu zerstören, das andere. Achso, die ist mit Klebstoff hinten festgeklebt in einer Plastiktüte, in einem Plastikbehälter. Wo nochmal Plastik drumherum ist und Karton. Also. Glaube nicht, dass sowas in Deutschland gemacht wurde, Jens. Jo, ich hab die Tüte jetzt. Kann das Kabel hier nicht? Warte mal, CS300, ich such mal. Also ich kann dir sagen, das rechte Kabel hängt halt komplett nochmal so runter. Ich guck mir mal ein Video an. Also die sind in Deutschland gefertigt, weil die sind schon, die sind nicht erst dieses Jahr produziert worden. Das sehe ich hier. Zeig doch mal das Kabel. Die Tasche sehe ich jetzt. Zwei Ohrdips, genau. Da würde ich die dicken, also die breiten nehmen. Ich glaube, die beiden sind schon dran, oder? Das weiß ich nicht, welche Standard dran sind. Es ist total komisch, wie das ausschaut. Ich musste das mal. Wie soll ich das jetzt machen? Das rechte Kabel ist so lang, dass es komplett nach rechts außen geht, anstatt irgendwie nach Jetzt. unten ein bisschen. Sehe es, genau, er legt sich die einmal um So Hals. schlecht. Wie soll ich dir das denn zeigen hier, das Ding? Ich Soll ich sehe denn es ja das hier machen? gerade. Das rechte Kabel geht komplett rechts weit weg, einen Kilometer. Und keine Ahnung, wie ich das ziehe. Wenn ich das ein bisschen ziehe, kommen die ja raus. Nee, dann ziehst du. Ich habe auch, wenn ich den Kopf bewege, keine Bewegungsfreiheit, weil sie bewegen sich jedes Mal aus. Ich tue Nee, das du, Kabel anders also hin. normalerweise, du setzt die erst den ein, dann wickelst du den Hals rum und dann Ja, ziehst du weiß ich das doch. Kabel, was vorne an der Brust ist, ziehst du dann so weit, dass beide straff sind. Ja, geht ja, mache ich ja, aber geht ja nicht. Ins zweite kann ich ja nicht straff ziehen, weil das linke so kurz ist und das andere so recht ist, also so lang ist. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie scheiße das ist, gerade ohne Witz. Also, aua. Also, ich muss das mal messen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ja, ich sehe das ja hier auf dem Video. Guck mal. Das Kabel, Ja, guck mal auf das Video hier. das zweite Kabel. Das ist 55 Zentimeter. 55 Zentimeter, das zweite Kabel. Und das erste zum linken Ohr
Guck mal das Video hier. Sag mal, ob das so aussieht. Ist 25. Was habe ich gesagt, das andere ist wie viel? Also 25 ist das eine, das andere ist wie viel? Vielleicht zugehört, okay. Also, linkes Kabel 25, rechtes 55. Das ist 30 Zentimeter länger. Also das Kabel ist, hat noch so eine komische Härte, dass es total unangenehm ist zu tragen. Und ich stelle mich auch nicht doof an, weil ich kann dir 10 andere Headsets zeigen, wo das einfach entspannter gemacht ist, die ich da habe. Also, so schlecht habe ich es noch nicht gesehen. Genau. Dann schick zurück. Hi, my name is Igor. And this is Guck a mal auf das short Video und sag review mal, ob of das auch so aussieht Sennheiser wie bei dir. CX300. Ein bisschen vorspulen auf. Warte, was habe ich hier? Zwei Minuten. 2 Minuten. The cable is long, solid player, ja. But if needed, 2 Minuten. It can deliver really deep and solid bass. Das ist bei dem nicht so lang. Guck mal. Side of the cable is longer. Ist länger, ja. As they state on their website, this das sind dann ungefähr 10, vielleicht 20 Zentimeter. 30, länger. It is supposed to be a safety okay. And 55 ist das. Up to now, schau mal, I don't bei 2,11, wie er das da so komisch hat. Jetzt zieh das. Ja. So, und jetzt ist ja auf der rechten Seite noch Kabel frei. Jetzt könnt ihr das Ding noch runterziehen und dann sind links und rechts circa gleich lang. Nee, ja eben nicht, weil es rechts so lang ist. Siehst du das? Ist er eben nicht, das ist ja das Problem. Schau mal bei 2,11, wie das da hängt. Schau mal, rechts ist schon stramm fast und 2,11 hängt noch einen Kilometer lang. Du kannst es gar nicht so runterziehen, dass es klar ist, weil das linke bleibt ja hängen. Nee, muss noch ein Stück zurückgehen. Da siehst du schon, dass da noch Luft ist. Ja, ich hab's ja hier. Schau mal, der tut es da hin. Genau. Schau mal, bei 2,9, wie viel bisschen Luft ist da rechts und links ist halt komplett nochmal umgerollt. Siehst du das? Ja, aber du siehst ja jetzt, genau, dass da, er kann noch das Ding doch noch eine ganze Weile runterziehen auf der rechten Seite. Die sind nicht, ich meine ja nicht, dass die gleich lang sind, sondern dass das Kabel noch runterziehen kann, bis der linke straff ist. Dann hat er natürlich auf der rechten Seite noch ein bisschen Platz, aber kannst du auch mal einen breiteren Nacken oder so haben. Ich verstehe jetzt gerade das Problem nicht. Warum stört dich das, dass das auf der linken Seite dann noch ein bisschen Kabel hat? Das verstehe ich halt nicht. Weil das total unangenehm ist. Ist die ganze Zeit das Kabel da. Und du, ja, wenn gut, du so, wenn ich wenn so du wenn, stört, wenn, ich, wenn, tut, wenn du ist, das tut mir leid. Wusste ich ja auch nicht, dass die so wenn du stört. das wenn du das bewegst, dann hast du auch spürst du es die ganze Zeit links und rechts. Das tut sich ja mitziehen jedes Mal. Es tut sich links und rechts so Ja. mitziehen. Keine Ahnung. Das ist Also dazu da, dass du die Dinger rausnehmen kannst und dass es dir nicht vom Hals fällt, dass du die beide wenn runterhängen ich lassen nach kannst. links schaue, ist alles gut. Aber wenn ich nach rechts schaue, wenn ich links schaue, dann zieht es das Kabel wieder zurück, wenn ich es ein bisschen straff gezogen habe. Und das Gewicht fällt, das Ding fällt runter. Ich hab ja schon oft solche gehabt. Ich habe sogar noch welche da, ein paar andere. Aber die sind halt nicht so gemacht von dem Ding her. Die sind ganz anders. Ergonomic feature. Ich kenne das nicht up anders. To now, I didn't know. Also zumindest bei der Marke jetzt. Ich kenne das nur anders. Bei jeder Marke. Weil ich habe noch nie gesehen, dass das eine so lang ist, wie das so 3 cm lang, länger als das andere ist. Das ist ein bisschen länger, damit du halt einfach hinten im Nacken kommst, aber nicht 30 cm, dass du überhaupt noch Spielraum hast für was weiß ich, wo du hin willst. Mann, mich hat das nie gestört. Ich will mal kurz in den Spiegel schauen, wie dumm ich ausschaue. Moment. Kannst dieses Ding, dieses Plastikteil auch dir so hinten an den Nacken dann so ein bisschen hindrehen und keine Ahnung was. Theoretisch gesehen kann man es auch hinter den Rücken noch. Ja, Das muss geht man nicht, weil halt das dann Kabel dann mögen. zu kurz ist.
Dann geht Ja, es, kann mir es nicht war mehr nicht klar, anstecken. dass jemand sich an sowas stört. Dann musst du das halt umtauschen. Aber das ist ja auch nicht, so kostet dich ja kein Geld. Naja, nee, also du sagst, dass so irgendwie sich an sowas stört. Dass ich, ob ich der Ich letzte störe mich an Idiot sowas wäre. nicht. Mir wäre Weil das nicht mal aufgefallen. ich habe halt schon mehrere, so, das ist noch nie so gewesen, so lang. Verstehst du? Man braucht Ja, aber mich. von einem Ohr zum anderen Ohr nicht 30 Zentimeter mehr. Es sind Nee. 55 Zentimeter, Alter. Das Ja, die ist. Dinger werden. In Amerika zum Beispiel ist Sennheiser auch sehr beliebt und da sind die Leute ein bisschen breiter. Ja, aber Das ist jetzt kein Witz. du kannst mir nicht erzählen, dass ein Nacken 55 Zentimeter ist. Naja, nein, das nicht. Ja, aber das ist halt 55 Zentimeter gerade. Ich habe es gemessen. Naja, kann ja sein, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mich hat das nicht gestört. Das ist aber bei meinem auch so. So lang? Wenn. Ich weiß jetzt nicht, wie lang. Also, aber ja, also das Auf jeden schon Fall auf jeden Fall zieht es sich muss. immer links runter. Also Genau, das. wenn ich das links straffe, ne? Und wenn ich mich nach rechts drehe, ist okay. Wenn ich mich nach links drehe, zieht das an dem rechten Ding. Also auf jeden Fall, ja. Ist mir jetzt egal, ich fahre jetzt einfach. Ich habe keine Lust auf sowas. Ich finde es einfach nur beschissen. Beschissen gemacht, finde ich, ganz ehrlich. Ich habe schon in meinem Leben hunderte Headset ausgepackt und ich hatte noch nie so komische Bedenken wie jetzt. Aber ich lasse es jetzt so. Was soll's? Ich will kurz ausstecken, Moment. Ich finde es schade, aber was willst du machen? Das ist halt anscheinend modern. Gut, ich kann ja nicht wissen, dass dich das stört. Nee, aber du, Jens, ich habe schon viele solche gehabt. Das war noch nie so übertrieben. Das stört mich bei anderen gar nicht, weil ich finde es genial, wenn es so ist, wenn man es hinterm Hals tun kann. Aber nicht mit dieser Länge und diesem Kabel. Die Länge kannst du doch theoretisch gesehen sogar. Naja. Wenn du es umknüpfst oder so, ist ja dann kratzt es halt so komisch. Ja, ich meine, wenn sowas für Qualität steht und sowas, versuche ich mich dran zu gewöhnen, aber ich werde irgendwann bestimmt das aus dem Ohr reißen und kaputt schlagen, weil es mich einfach so nervt. Ich müsste mal dann meins aus der Kiste kramen. Also die ist die. Ich habe dir erzählt, dass ich hinter meiner Leinwand meine Rumpelkammer habe. Ja. Ich kann ja mal gucken, wie ich das gemacht habe. Es kann sein, dass ich das. Ich wüsste es nicht. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte eher das Problem gehabt, dass wenn dass mich das Plastikding ein bisschen gestört hat, aber. Aber ich weiß es nicht mehr Das genau. Also Plastikding ist ich. egal, das ist links auch über der Brust. Ich finde es nur komisch, weil ich mir gerade so blöd vorkomme, als ob ich der letzte Mensch auf der Welt wäre, weil ich das auspacke und Das hat ja damit nichts zu tun. das anscheinend für Qualität Was. und Geld stehen soll und nicht, das ist halt einfach nur schlecht gemacht, finde ich. Das ist halt eine andere Logik, ne? Die Chinesen bauen halt eine andere Logik als die Deutschen, sage ich mal. Und Beyer Dynamic ist halt auch nicht Sennheiser. Aber ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Aber Sennheiser ist ja mitführend im TV und sowas. Also die Sachen sind eigentlich nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, warum die das so lang machen. Das ist ja auch nur eine Theorie, warum. Vielleicht wirklich für breite Nacken oder Ja, das. Also, das du. Kabel vielleicht Das kommt ja nicht einmal über den Nacken so direkt, sondern sogar hinten am Hals. Weißt du? Von einem Ohr zum anderen Ohr. Das ist eigentlich nur. Also ich kenne das so, dass man das Überstehende so ein bisschen runterzieht auf der Genau, einen Seite. das kannst du nicht machen, weil es vielleicht jetzt zu lang ist. Nee, nicht nur die eine Seite. Nicht das linke auch, nicht die linke Seite, sondern nur das rechte Kabel runterziehen. So dass es dann links ein bisschen runterhängt. Ich probiere es jetzt mal. Momentan habe ich erst das Problem, dass sie nicht halten im Ohr, weil sie immer rausfallen. Und wenn ich mich ein bisschen bewege, dann fallen sie immer raus. Okay, und du hast die Breiten schon drinne? Was sind ja Standardgrößen eigentlich? Tue ich jetzt mal rein. Ich weiß nicht genau, welche drin sind. Mal. Weil es ist, das ist klein und. Nee, hier, warte mal, hier auf der Ding steht Small, Medium, Large. Also es gibt drei Größen, glaube ich. Genau, ich glaube, die Medium ist drin. Ich tu mal die Large dann rein. Du brauchst die Breiten, diese Breitenproppel. Ich kann dir nur sagen, dass
alles, was ich mache, mich am bewege, reibt das Kabel am Ohr, im Nacken oder am T-Shirt, weil es hier immer die Länge verstellt, bei jeder Bewegung. Das ist halt, finde ich, sehr unangenehm, muss ich sagen. Bis jetzt. Ah, ist ja kein Weltuntergang. Du hast halt eine Bestellung umsonst gemacht. Schickst es halt einfach zurück und gut ist. Es gibt ja Sachen, ich versuche mich ja dran zu gewöhnen, aber das ist vom ersten Kontakt dann schon komisch gewesen, weißt du? Naja, ist. Da, ja, du so, vielleicht, da du so vielleicht Fan machte bist, der Klang wieder. Da du so Fan bist, versuche ich damit umzugehen irgendwie. Aber. Ja, also wenn ich meine teuren In-Ors, die ich ja leider kaum noch nutzen kann, weil zum Sport geht's nicht, hier bringt's nichts wegen großen Kopfhörern. Also für mich geht jedes Mal die Sonne auf, wenn ich die Dinger anmache. Das ist ein Feuerwerk an Sound. Das klingt halt wie auf Studiomonitoren auf den Kopfhörern, die ich habe. Nur, dass du halt dieses, hatten wir letztens drüber geredet, dass du alles nur links und rechts hörst. Mhm. Das Kopfhörerphänomen. Ich versuch gerade mal die Pebble drauf zu tun, selbst das ist schwer. Den Plastik hier. Pebbles müssen immer so ein bisschen reingedrückt werden, so. Die sollen ja nicht so schnell rausfallen. Zuerst mal umdrehen und mal gucken, ob ich das so hinkriege. Ansonsten kannst du auch die richtig reinpressen so und so ein bisschen spielen. So, ich habe jetzt mal die reingetan, ja. Und die legt man am besten, nimmst einen Kopfhörer, dann setzt du den so ein bisschen ans Ohr an und dann wackelst du den quasi so kreisförmig rein. Also nicht mal unbedingt stopfen, sondern so ein bisschen mit Wackelbewegung, sodass er richtig schön an jeder Stelle so ein bisschen von selbst reingeht. Aber sind zu locker, die kommen einfach raus, die rutschen. Also das ist total trocken. Also das ist halt so, das rutscht halt bei jeder Bewegung. Passt, aber das sind doch voll die Standardgrößen. Also jetzt ohne Witz. Mal schauen, wenn es vielleicht ein bisschen feucht wird, weil es ist so trocken, dieses Material. Diese Teile sind so trocken, dass es einfach alles über alles, jede Oberfläche rutscht. Und halten tut es nicht im Ohr, ne. Ich kann nur, wenn ich ganz. Ja, das bei jeder kleinen Bewegung wehtet es im Ohr. Ah, ist das aber nicht normal. Ja, weil auch das Kabel immer zieht bei jeder Bewegung. Weil es so komisch ist. Ich probiere gerade das zweite reinzukriegen. Na. Ich habe bei diesem einen Wireless 1000 Mal das gemacht, aber es ist irgendwie alles schwerer hier. Na gut, dann hält es zumindest. Kurz um den Hals herum. Ansonsten ist hier auch eine chinesische Version gerade im Angebot für 20 Euro, wenn ich das richtig sehe. Bist du vielleicht mit sowas besser bedient? Die haben halt, glaube ich, Standardlänge, wenn ich das hier richtig sehe. Krass, wenn ich den Kopf und links rechts bewege, kommen sie immer raus, ein Teil. Ich muss es wieder reintun. Also ich bewege den Kopf links, es zieht am Kabel, ich muss es wieder, wenn ich den Kopf gerade drehe, muss ich wieder reindrücken. Es hält, ja, nicht einmal ein bisschen Stand, das Ganze. Das ist nicht schön. Und wenn ich das Kabel etwas höher ziehe, dann habe ich rechts komplett so einen Bogen um mit dem Kabel. Ich weiß nicht, wie hoch ich das Ding hier machen kann. Warte mal, die Kamera. Du hörst mich ja so noch, oder? Ja. Na, ich mach mal das andere Mikrofon wieder an. Ich weiß nicht, wie hoch ich die Cam tun kann, dass du mich noch hörst. Also, dass ich das mich noch siehst. Keine Ahnung. Ich mach mal kurz rechte Maustaste. Transformation. Kopieren. Mach's mal so hoch, wie es geht. Ja, aber das ist doch eigentlich voll unnormal, dass man, guck sobald mal. Man sich bewegt, dass das aus dem Ohr rausgeht. Aber man sieht halt auch gar nichts. Ja, man sieht halt hier nichts. Schau mal, wenn ich mich jetzt. Ich habe jetzt bewegt, ist rausgegangen. Zack, raus, fertig. Einfach raus. Alles. Einfach rausgegangen. Fertig. Ich habe mich gedreht, um das Ding zu machen. Und raus, fliegt immer raus. So. Siehst du, zieht hier. Und wenn ich. Ist wieder raus.
Wenn ich dann so ein bisschen Luft hier gebe, dann hängt das hier so, siehst du? Aber das ist die lange Seite oder welche? Das ist die lange Seite, ja. Die lange Seite geht immer raus? Ja. Und die kurze Seite ist links. Wenn ich das jetzt so ziehe, dann ist das hier total angespannt. Oder schau mal, wie viel Kabel da hinten ist, Alter. Was ist, wenn du, ja, das mal versuchst jetzt ohne über... Ja, ich sehe das. Was ist, wenn du es einfach mal versuchst, ohne über Hinternacken zu machen? Jetzt, also, gehört es ja jetzt nicht so, aber ist ja scheißegal. Ja, so ist okay eigentlich, so ist gemütlich. Aber dann hängt das hier so komisch rum, ich weiß ja nicht. Das hängt so komisch so hier. Man sieht es ja nicht auf dem T-Shirt, keine Ahnung. Oh, ich sehe alles. Ja? Das verstehe ich dann vielleicht. Vielleicht ist das bei meiner doch nicht ganz so schlimm. Schau mal, wie das hängt. Das hängt bis hier runter. Guck mal an. Schau mal, wie lang das ist, das Ding. Ich kann dir da mal. Das ist länger als. Das kannst du jetzt Hemd stecken, theoretisch. Naja, aber. Kann ich so hier. Wenn ich jetzt hier hinten rum tue, dann muss ich hier. Dann muss ich das ja so ein bisschen hochziehen, damit ich nicht so viel Ding habe. Oder legt man das Ding vorne um? Vorne legt man das nicht um, ne? Nee, das geht gar nicht. Ich meine, der hat es im Video jetzt zwar anders gemacht, aber... Schau mal, wie ich das da habe. Guck mal an. Siehst du das? Wie das da hinten ist? Und dass ich bei kleinen Bewegungen so drehe, fällt es runter. Fällt runter. Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe das tatsächlich, glaube ich, bei mir hinterm Rücken gemacht. Weil ich glaube, mich zu erinnern, ich habe immer das Handy in der Hosentasche gehabt, dann habe ich das Kabel nach hinten geführt und dann ins Handy rein. Das heißt, ich habe das Kabel hinten gehabt und dadurch sind die Dinger anders gefallen. Dadurch ist mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. So, wenn ich mich so links drehe, ist alles gut. Drehe ich mich rechts? Schau mal. Ich sehe das. Es fällt einfach runter. Es tut sich immer spann, entspann, die ganze Zeit. Also das macht nichts anderes. Es bewegt sich die ganze Zeit. Schau mal, ich könnte das so lange runter haben bis zum Bauch. Obwohl es so lange ist, spannt das so komisch. Es geht ja nur so. Ich müsste das so halten, dass es nicht spannt. So müsste es ja sein, ne? Dann spannt es, dann kann ich mich ja bewegen. Aber dadurch, wenn ich das hier loslasse, so ist es okay eigentlich, schau. Bisschen viel, aber so ist okay. Aber jetzt, wenn ich das hier loslasse, dann fällt es ja nach unten. Ja. Und irgendwann spannt es halt dann wieder, siehst du? So geht's, ja. Ja, geht ja eben nicht. Jetzt ist wieder vorbei. Ist der jetzt wieder runtergefallen? Ist der? Wenn es festhält, geht's. Ja, genau. Aber so soll es ja nicht sein. Normalerweise. Nee. Oh Gott, es fängt wieder raus. Schau mal, es fällt wieder raus hier. Nee, finde also, ich auch nicht gut. Ich sehe das. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist ultra schlecht gemacht. Finde ich auch nicht gut. Das ist keine durchdachte Qualität soweit. Das ist für mich einfach so ein Kabel hingeschissen, fertig. Und ich verstehe halt nicht, warum die das so gemacht haben. Keine Ahnung. Und ich jetzt hier oder so. Ob wir zu blöd sind und das vielleicht. Nur weil der es im Video so gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es wirklich gemacht werden muss. Zweimal nach links und schon. Ja, ich sehe das. Und ich kann es auch gar nicht. Also entweder kann man es nur vorne rum. Also ohne Nacken oder hinten rum. Ansonsten geht's so nicht. Das würde ich auch so sehen. Ja, siehst du mal, wie komisch das ist. Und die anderen, die so funktionieren, die haben dieses Ding hier nicht so weit unten. Die haben es vielleicht etwas höher und dann ist die Spannung nicht mehr da von dem Hängen. Weißt du? Dadurch, dass das Kabel so lang ist, kann es halt so tragen. So. So, dann hängt das Kabel halt hier. Kann ich es halt so nochmal. Sieht halt wirklich so aus, als wenn das für ultra breite Leute gemacht ist. Also bist du nicht dick genug. Alter, ich bin ultra fett. Schau mal hier an. Ultra fett. Nee, es geht noch. Siehst doch muskulös aus. Ja. So oder was? Bei dir ist ein Arm. Mein Arm passt bei dir dreimal rein. Ja, bei die Muckis.
Ja, das kommt von hier. Das kommt von dem Bahn hier. Ja, und vom und von den Krücken, von Abstößen. Ich musste die Hände Main nutzen, weil ich die Füße nicht nutzen kann. Ah ja, du guckst so viel Poolstreams, ich sehe schon. Gell? Nee, ist echt nicht schön. Ich sehe das. Du lehnst dich einmal nach vorne und in der Sekunde rutscht der links schon fast wieder raus. Genau, ist das gerade eben gewesen. Ja, ich habe jetzt einfach so. Ich würde das nicht mehr um den Nacken machen. Das taugt nichts. Ja. Und dann ins Hemd stecken oder so. Das ist auch schwierig, das Kabel. Das reibt dann noch mehr. Das hängt dann irgendwie so, keine Ahnung. Jo. Nein, jetzt erinnere ich mich wieder. Weißt du, wie ich es gemacht hatte? Nee. Bei mir war das Plastikding länger. Also dieses Plastikding war bei mir ungefähr auf Höhe. Ja, von der Brust. Wenn es länger ist, wäre es besser, ja. Genau, so ein bisschen länger. Und ich konnte dadurch das quasi, weiß ich nicht. Also ich habe dieses Plastikding jetzt einfach ins T-Shirt gesteckt, dann geht's halt. Schau mal. Genau, ich habe das auch irgendwie am T-Shirt-Kragen habe ich das irgendwie gehabt. So einfach so reingelegt und dann ging's. Genau. Ja, aber das hält aber nicht ewig. Gute Nacht, Ducho, schlaf schön. Und dann vielleicht hatte ich es noch zusätzlich dann irgendwann mal hinten rum, ich weiß nicht, aber. Schau mal. Ich habe das Ding jetzt hier. Das hier. Habe ich jetzt genommen und einfach da reingesteckt. Und dann habe ich jetzt hier so ein bisschen Spiel. Aber dann hängt es hier, dann kommt es hier raus, weißt du, weil es ja keinen Spielraum mehr hat. Also ist das noch wirklich viel zu kurz, weil bei mir war es viel länger. So. So, jetzt habe ich es hier hingetan. Und jetzt habe ich auf beiden Seiten. Wirklich im Kragen, da wo der Mikrofon ist, da hat es immer hängen. Naja, da ist ja normal das Mikrofon, deswegen ist es ja da, die Trennung. Das Y. So, jetzt habe ich das hier hingetan, ist es hier? Aber das rutscht ja runter. Also das ist ja nicht fest. Ich würde den nicht um den Nacken legen, ganz einfach. Ein bisschen mehr Kabel da. Du sollst es ja jetzt nur noch vom Klang testen. Du schickst das ja eh zurück. Dann machst du es halt nicht um den Hals rum. Testest es kurz mal und dann... Ich habe mal eine Frage an dich. Zwei. Ist die Antwort. Okay. Aber das ist keine schlechte Frage, sondern guck dir mal den Link an, den ich dir geschickt habe. Ah, nee, ich bin gerade losgefahren. Na gut. Warte. Ach so. Ja. Ich habe jetzt... Ich meine, halt erstmal lauter das Ding. Ich meine jetzt nicht, dass du es kaufen sollst, sondern ich finde das einfach gerade selber sehr schick so. Vielleicht sogar für mich, weil ich diese Art von Kabel sehr mag. Es ist halt aktuell sehr laut. Das Headset hier. Ja, Sennheiser ist immer laut. Und Sennheiser hat so einen hochtonlastigen Klang. Du hast eigentlich normalerweise sehr viele Details und so, die du hörst. Also nicht zu hochtonlastig, aber du eigentlich ist der Klang. Gut, du kannst es aber nicht von Sennheiser kaufen, das geht nicht. Wie meinst du das? Ach, schau mal, das ist auch noch so ein tolles Kabel. Ja, wenn du mal das vierte Foto läuft, anguckst. Geil. Und das hier ist halt so ein. Das ist halt ein Sleeve-Kabel. Das ist halt so eins der billigsten Plastikkabel wie von früher aus, weißt du? Was ich halt habe. Das ist zumindest ein Sleeve-Kabel. Das, was ich jetzt hier habe, ist wirklich eines der billigsten. Du kennst diese ganz alten Kopfhörer? Ich hab solche Sony-Kopfhörer da für 4 Euro. Das sind genau so dieses billige Kabel. Ja. Traurig, aber die meisten von meinen In-Ohrs haben dieses Billigkabel. Dass es sowas gibt, wusste ich noch gar nicht. Also mit so Stoffkabel oder sowas. Ja, guck mal. Das ist dann schon fast schon so besser, so von vorne statt hinten rum. Ja, aber man sieht jetzt auf dem Foto leider auch nicht, ob der Länge. Also auf dem Foto sieht es aus, als wenn der eine sehr viel länger ist als der andere. Siehst du das? Also da hast du dann das Plastikding immer da hängen am linken Ohr. Ja, gut, das ist normal, weil es ein Headset ist. Das ist aber nicht schlimm. Das, wenn sie halten, ist das natürlich nicht schlimm, genau. Das ist nicht schlimm. Frage, ob sie halten. Ja. Also das ist kaum Gewicht hier. Jetzt habe ich mehr Gewicht zu. Die sind cool, Mann.
Ich glaube, auf dem Foto ist sogar der erste Ohrpolster Memory Schaum, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich sehe es, das sehe ich auf dem, auf dem, auf dem, auf dem letzten zum Beispiel Foto. Auf dem ersten sogar. Oder, auf, oder auf dem dritten. Ne, auf dem ersten ist das. Da ist Memory Schaum. Da, das weiß ich nicht genau. Aber warum ist denn da Plus Minus? Achso, nächster Track oder was? Der Handy? Ja, Lautstärke und nächster Track. Ich muss da ist gleich mal alles leise machen, weil bei mir nur für mich, weil es ist schon arschlaut hier. Nee, gar nicht wahr. Es ist magnetisch, einfach Handy, Laptop. Ja, da wird noch Mikrofon drin sein, denke ich, ne? Nicht wasserfest, okay, das ist für mich dann schon mal ausgeschieden, aber Stops sind nice. Ja, ich glaube, das sind wirklich Memory-Schaum-Dinger, die dabei sind. Krass. Ja, ich mach mal 3 Dezibel leise. Wie sich ja, schick sie doch einfach zurück. Aber eigentlich das, was mich am Sennheiser immer so gefallen hat, ist halt der Klang. Also vielleicht ist ja wirklich das Kabel der letzte Dreck, so wie das da gebaut ist. Aber vielleicht ist, sagst du ja, ja gut, wenn das Kabel nicht so schlecht wäre, wäre schon okay. Schau mal, die anderen würden auch heute ankommen. Let's go. Rein da. Testen. Kann ja beide ja, zurückschicken. Ich finde das gut, dass du 4 testest, weil das so muss da sein. Immer schon. Immer schon. Nur habe ich es halt immer nur offstream gemacht, weil ich wollte nicht, dass man denkt, ich bin wahnsinnig. Ja, es, also ich kenne Leute, die meinen, sowas gehört sich nicht so. Man kauft nur, was man auch behalten will. Da denke ich mir immer, ja toll, aber ich kann es ja gar nicht testen. Das ist doch wegen Absatzgesetz genau deswegen da. So. Im Einkaufsladen kann ich gucken, ob sie mir gefallen. Leute, die wollen 5 Euro mehr, wenn es heute ankommt. Nee, dann nicht, dann morgen. Nee, mach morgen. Das ist gerade 0 kannst, Uhr. Das ist gerade Dienstag. Der Witz daran ist ja, du kannst den einen testen, wenn der andere da ist, schickst den anderen wieder zurück. Ja, muss ich ja. Ja. Hey du, wenn beide gut sind, ist es auch nicht so schlimm. Mal gucken, weil ich brauche eher ein Wohnzimmer und eins hier. Aber wenn, dann würde ich zweimal die gleichen haben wollen, die gut sind. Auch wegen der Lautstärke. Muss ich jetzt mal umstellen. Ja. Ich muss jetzt immer hin und her schleppen. Der Witz daran ist, du kannst ja dann wirklich konkret vergleichen. Also das Kabel müssen wir nicht mehr drüber reden. Das finde ich genauso scheiße wie du. Aber du kannst den Klang dann auch mal beurteilen und sagen, ob das... Traditionsunternehmen besser klingt als die No-Name-China-Marke. Oder ob die Chinesen schon überholt haben, was man denen ja auch zutraut. Der Sound ist gerade so laut, es geht richtig mein Gehirn rein. Richtig. Ja. Aber das ist nur, weil es so tief drin ist, das Ding. Ich habe günstige, genau, muss ja, genau. Ich habe günstige 15 Euro Sennheiser Kopfhörer jahrelang immer wieder gehabt und immer wieder neu gekauft für den Sport und so. Und die waren irgendwie angegeben mit irgendwie 118 Dezibel oder irgendwie so ein Scheiß. Also eigentlich kannst du dir damit schon komplett die Ohren wegficken. Oh, Entschuldigung. Das ist okay, ja. Alles gut. Ich habe jetzt minus 6 dB gemacht. Beim Voice Meter kann ich es ändern. Habe ich. So, okay. Schauen wir mal. Also Sound müsste okay sein. Also ich kann jetzt die anderen nicht gleichzeitig testen, oder? Ich müsste die halt einstecken. Aber wenn man sie über so einen Doppelstecker einsteckt, dann fährst, wirst du ja schon irgendwie ein Gefühl haben, ob du jetzt sagst, so es klingt schon besser oder schlechter. So. Also die anderen waren gigantisch. Wenn man sie ganz reingesteckt hat, aber die haben ja nicht gehalten, hast du das Plastik gesehen, weißt du? Ja, genau, und das ist ja der Vorteil eigentlich an solchen Silikon-Dingern, die heißen die anderen wirklich In-Ear? Weil ich dachte immer, In-Ears sind die, die man ins Ohr richtig reinstopft, wie die, und die anderen sind dann einfach nur Kopfhörer, ne? Aber du stopfst dir das einfach rein, jetzt hier ins Ohr, denke ich. Ja, oder man hängt sie rein oder legt sie rein. Weil ich muss auffahren. Ich muss üben. Ja, same. Ich muss einen auf Gags machen. Muss besser werden. Du
Ja, bei mir ist das, habe ich mir das schon abgeschmiert. Ich fahre jetzt einfach nur. Besser wäre nicht schwierig. Bisschen dumpf gerade, aber es kann das Auto sein. Ich habe zu leise gehört. Minus 6 dB ist ja doch viel. 3 war zu wenig. 6 ist die Halbierung der Lautstärke. 3 ist die Hälfte weniger. Das war zu wenig und dann müsste ich jetzt 4 oder so machen. Aber es passt eigentlich. Es ist okay, ist angenehm für mich. Im Sound bleibt der Ton ja gleich. Achso, ich muss ja eh umschalten hier. Jetzt wieder normal. Oh, okay. Ganz anders. Ja klar, das ist ein Stahlmikrofon wieder. So, mal gucken jetzt hier. Geld verdienen. Aber das mit diesem Sound vom Runterschalten mit BMW ist krass. Also eigentlich müssten die gute Bässe und Höhen haben, ansonsten wäre ich enttäuscht. Ja, guten Sound haben sie ja, glaube ich. Also dich höre ich gut. Dich höre ich stark. Das Spiel ist jetzt wegen dem Auto seltsam. Ich drehe mich jetzt hier. Ja, red doch mal. Nicht. Schon was Neues erzählt, Kappa. Also, der Ferrari macht mir schon ordentlich Spaß. Ja. Aber er ist wirklich anscheinend nicht so schnell wie der BMW, weil... Ist er auch nicht. Normalerweise waren gerade die ersten Runden, die ich immer gefahren habe, doch mit die besten. Boah, jetzt kommt aber hier ein Wind rein. Geil, Hupala. Auch. Nicht, dass mir hier gleich die Türen zuschlagen. Normalerweise fahre ich die ersten Runden immer am besten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht schlecht bin. Aber ich glaube, die Zeit von Technik ist gar nicht so übel schon. Also. Ja, der hat bestimmt gute Zeiten von. Der ist ja Profi. Technik ist schon halber Profi hier. Ja. Da steht bei mir Pole Position, was? Server Gags gewesen, Pole Position mit 1,40. Ja gut, das war jetzt einfach nur mit Anstieg hinsetzen gleich. Oh mein Gott. Normalerweise musst du ja, ist das ja bei guten Kopfhörern so, dass die halt auch leise noch gut klingt. Laut, sage ich mal, hörst du irgendwann eh keine Unterschiede mehr, weil du halt nur noch alles Mögliche hörst, aber nicht mehr wirklich den Klang. Aber meistens, gerade wenn man leiser hört und dann trotzdem noch die Details und die Verständlichkeit und den Bass und alles hat, einfach die, sich ja meistens. Einfach die schwerhörigen Dinger nehmen. Dann hängt ja, das einfach also, gleichmäßig runter. Weil wenn du da die Höhen 12 dB hochdrehst, wie man es da machen kann, dann zerstörst du das Hör. Dann, die können mich auch, glaube ich, schwerhörig machen. Naja, weil das Gerät ja weiterkaufen sollst, nochmal. aber die sind nicht nur für Schwerhörige, weil die sind ja auch auf der Thomann Studio Seite sind die ja auch da. Aber für Hörgeschädigte? Da nicht, glaube ich, oder? Ich dachte, das so gelesen zu haben. Bei denen. Okay, ja, kann sein. Dann bietet man also auch für Hörgeschädigte Ton-Audio-Geschichten an. Naja, nee, aber taugt auch nichts. Wer will denn dieses Plastikding da an so einem Hals hängen haben? Ganz ehrlich, da hast du auch das gleiche Problem wie jetzt. Da bewegst du dich einmal und rutschst links und rechts raus. Kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, weil du kannst es ja nicht immer in der Brust in der Mitte halten. Oh, nee, was jetzt, auch so jetzt auf die Brust kleben. Was jetzt komisch ist, ich höre mich ja kaum selber noch. Das war hier dann zu schreien bestimmt. Mit dem anderen habe ich halt mich noch gehört. Ja, das habe ich ja auch das Problem. Deswegen nutze ich ja nicht mehr mein Wireless-Headset hier, wenn ich mit euch spiele, sondern wieder ins Interface rein, dass ich einen Monitor habe, dass ich mich selber höre. Weil sonst Monitor kann ich bei dem anmachen, aber das brauche ich so eigentlich nicht. Ich sehe es ja immer, wie viel Dezibel ich hier rede im OBS. Ja, und ich denke mal, du bist ein bisschen geübter und weißt, wie du reden musst, damit es gut klingt. Theoretisch, ja. Also, du hörst dich halt wie immer an, ja. Ja, ich justiere auch immer das Mikrofon nach. Also, je nachdem, wie ich mich halt hindrehe, justiere ich das Mikrofon nach.
Aber der Ferrari macht Spaß. Mit dem würde ich gerne einfach so eine Bergstrecke fahren. Einfach so Radio anmachen, ein bisschen die Natur angucken, versuchen ein bisschen schneller zu fahren und nicht vom Berg runter zu rollen. Aber so Server müssen wir noch machen, Mensch. Da würde ich sogar tatsächlich mal auf dem Wochenende 3-4 Bier trinken und einfach ein bisschen Musik hören und dann ohne Discord mal auf den Server fahren. Da hätte ich Bock drauf. Wie ohne Discord? Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, nicht so auf kompetitiv fahren, sondern so einfach mal. Ja, es gibt so eine bayerische Strecke, aber das ist nicht so, wie du das vorstellst. Das habe ich auch gedacht, nee, dass es so einfach gemütlich fahren. Das ist halt doch so ein bisschen im Dorf rumwürdeln geht. Ich habe die ja drauf, ich kann dir die ja mal zeigen. Und die ist auch im Zug. Ich frage, wie lang die Strecke geht, denn natürlich dann nur 2 Minuten fährst, ist doof. Ja, je nachdem, was du fährst. Bei sowas fährst du ja ein ganz langsames Auto, so ein, keine Ahnung, eine Ente oder so ein scheiß normales Auto. Nicht so ein GT3. GT3 bist du jeder, auf jeder Strecke schnell wieder. Weißt du? Ja. Kannst dann Nordschleife fahren, dann bist du und dauert's lange. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich damit zurechtkomme wegen dem Schädel, weil mein Schädel dröhnt ja eh schon. Und wenn mir das direkt ins Gehirn geht, dann ist es halt, wirkt sich negativer für mich aus. Ja. Ich habe eh so ein bisschen Kopfmigräne-Schmerzen. Aber auch, ne? Die Memory-Schaum sind sogar noch schlimmer, weil die dichten ja noch besser ab. Und die fallen auch nicht mehr so schnell aus dem Ohr raus. Das ist ja der Grund, warum wir die überhaupt gleich mitbestellt haben, damit du die nicht mehr so schnell aus dem Ohr verlierst. Ja, also beim anderen habe ich sie nicht aus dem Ohr verloren. Sie haben nur so gekippt im Ohr. Sie sind so gekippt, weißt du? Man kann sie so hoch tun und dann ist es ganz laut, dann kippen sie so ein bisschen und dann ist es wieder leiser. Und nicht so, so klar. Das ist auch doof, ne? Dass die bei mir auch nicht so schnell rausrutschen, wird auch noch den Grund haben, dass ich ja auch die Memory-Schaum drin habe. Die halten das ja noch besser am Ohr. So, die sind ja für Sport und so auch da. Ja. Also das wird es auch nochmal verbessern. Ich will meine Ohren noch nicht kaputt machen hier. Nee, die sind weicher als die Silikon. Das ist eher stoffmäßig. Ne, ich meine von der Lautstärke und so. Ach so, musst du halt leiser machen. Mach ich ja. Meine Ohren sind schon kaputt. Hä? Ja, ich höre nichts. Was sagst du? Ich sagte, meine Ohren sind eh schon kaputt. Hä, was? Ich verstehe nichts. Was sagst du? Welche Ohren? Ich sagte, meine Ohren sind kaputt. Zu viel Party gefeiert. Sound müsste okay sein. Vielleicht ein bisschen dumpf, aber das ist, vielleicht jetzt auch das Auto. Du hast dich normal, ne? Ja, also wenn du so ein BMW fährst, der brummt ja richtig. Und dann so ein Ferrari, der kreischt. Der kreischt, glaube ich, mehr. Aber welcher war... Der Nissan, der ging, glaube ich, auch ziemlich hochdrehend. Wo habe ich denn letztens den Tag gesagt, ey, der Sound, der geht ja gar nicht. Da war das der Porsche. Der Porsche, oder? Wo Tietje so geliebt hat. Auch. Jo, ich meinte auch nicht damit, dass das jetzt ein schlechtes Auto ist, sondern dass ich ihn einfach nicht fahren kann. So. Beziehungsweise man ist halt so gewohnt ist, dass man in der Kurve direkt wieder so Gas geben kann und einfach Vollgas reinbremsen und so. Und dann, ich wollte mich nicht umgewöhnen, sagen wir es mal das so. Das kannst du eigentlich bei keinem Auto, nur bei GT3. Und deswegen ist es vielleicht so beliebt, weil es ist einfach so der Pussy-Mode. Man muss ja nicht aufpassen, man bremst einfach. Es ist halt angenehm, weil man kann sich dann auf andere Sachen konzentrieren, wie die Kurve perfekt nehmen und sowas. Ja, aber das ist halt... Das Schalten... Das ist ja klar für dich oder so, aber für die Profis halt nicht. Ich habe 5K bekommen, beste Runde gemacht. Wow. Also du kriegst jetzt 100 pro beste Runde multipliziert mit dem Level. Also kriegst du, glaube ich, auch 5K. Glaube ich, du bist auch schon ziemlich hoch im Level. Ich fahre hier keine Runden zu Ende, weil ich die ganze Zeit irgendwo immer rauskomme. Bei mir war es auch gerade die erste. Und bei mir steht immer noch keine Zeit. Ich muss wirklich
Pullover anziehen, es wird echt kalt. Nee, dann hau ich dich. Kannst gar nicht ansehen. Keine Ahnung, nicht dafür. Bayern tut, ihr in Bayern tut mir wirklich leid, dass es bei euch echt warm wird. Es ist halt hier. Mal kurz, Alexa. Hallo, Alexa. Wie viel Grad ist es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 19 Grad Celsius. 19 Grad. Heute wird eine Höchsttemperatur, Höchsttemperatur von 27 Grad. Wird es heute. Und sie hat heute gesagt, dass die Tiefsttemperatur wird 13, 14 Grad. Und jetzt ist 19, es wird nicht tiefer. Wie willst du denn über 19 Grad irgendwas abkühlen, wenn gar kein Lüftings geht? Ja, und hier pustet gerade ordentlich Wind rein. Ich merke, also eigentlich ist es der kalte Wind, der mir hier gerade Sorgen macht. Und wenn ich hier 28 Grad habe, 19 Grad pustet rein, kühlt es vielleicht auf 25 oder so runter, wenn überhaupt. Dann mache ich kurz zu, dann ist wieder 30. Weil die Hitze ist immer noch da. Ja. Das war eben auch so. Ich habe Fenster zugemacht und eine halbe Stunde später waren schon wieder ein Grad wärmer im Raum. Sieht gleich wieder erhitzt, obwohl es draußen eigentlich viel, viel kälter ist. Das ganze Mauerwerk und so ist dann so aufgeladen. Habe ich ja gemeint, genau. Die bei mir sind es halt die Fliesen, die Wände und alles. Die Fliesen strahlen halt eine Menge Kälte aus normalerweise, aber die sind jetzt einfach warm. Ja. Wenn man vom Gas muss, dann war es das mit der Zeit. Nein, und schon wieder war. Oh, ganz krass. Dieses letzte Delta nicht da. Was soll denn das? Was für eine Zeit ist das? Ah, zu früh geschaltet. Soll zumindest, wenn die Runde durchläuft, eine Verbesserung sein. Ich bin 1,35,5 gefahren. Okay. Oh! Scheiße, ich wollte mich nicht so schnell verbessern. Ich wollte da immer so ein bisschen. Ich musste am Anfang echt 2 Minuten fahren, dann fährst du 1,59, dann fährst du 1,58, dann mal Geld kriegen. Ich bin die erste Runde jetzt nicht mit Absicht so langsam gefahren. Ich habe meine Zeit nicht geschlagen, ist unfassbar. Ich verstehe das Delta gerade hier nicht. Doch, kann sein. Hat er nicht so schnell angezeigt. Gut, gerade sagen, ich kam schon gerade vom Glauben ab. Best Lab. Mission optimal. All-Time Sectors. Session Best Lab, ja. Alter, der Ferrari ist so Fun-Faktor. Das macht echt Spaß. Boah, das Feedback ist geil. Er liegt voll tief. Session Optimal Lab, warte. Session Optimal Lab. Okay, passt. Ja, ich hab ja gesagt, ich bin ja viele Runden gefahren auf dem Hungaroring mit dem. Hat mir echt gut Spaß gemacht, das Ding. Was ist eigentlich der Nachteil von den geschlossenen Dingern, wenn links und rechts keine Luft mehr reinkommt oder so? Muss doch ein Nachteil haben für die Ohren, oder? Naja, das Gehör oder für irgendwas. Offene gegen das geschlossene. Für die Ohrennachteil, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn du die richtig. Also auf jeden Fall kannst du damit bestimmt. Nee, eigentlich nicht. Weil das Schlimme eigentlich für die Ohren sind ja die hohen Töne und nicht die tiefen Töne. Ja gut, wenn die kommen auch dann durch, wenn du nicht abgeschlossen hast, das Ohr. Ich meine, wenn ein paar Töne vorbeigehen, weil es halt nicht ganz offen ist, ist es nicht angenehmer fürs Ohr? Ja, es geht im Grunde genommen
von der offenen zur geschlossenen Bauweise eigentlich nur die Bässe flöten. Die Höhen bleiben eigentlich relativ gleich. Und das sind die, die dir eigentlich das Ohr kaputt machen. Die Bässe? Nein, die Höhen. Achso, die Höhen, okay. Also die hohen Frequenzen. Obwohl man, wenn man einen Bass hat, kriegt man eher Kopfschmerzen, finde ich, anstatt Höhen, oder nicht? Aber ich glaube, du kriegst die Kopfschmerzen eher von den Höhen. Die Wellenlängen vom Bass sind einfach viel niedriger. Und bei so kleinen Dingern macht das ohnehin nicht so viel aus. Ich würde eher sagen, Kopfschmerzen eher gut. Vielleicht, das kann auch Geschmackssache sein. Also ich glaube, bei mir ist es eher so, wenn Kopfhörer irgendwie zu mittenlastig oder zu höhenlastig klingt, da kriege ich eher die Kopfschmerzen. Aber es kann sein, dass das bei dir anders ist. Ja, bei mir sind es halt wegen den ganzen Tabletten so ein bisschen komisch. Aber wirklich schädigend sind die Höhen. Okay. Also ein Kopfhörer, der darf richtig viel Bass haben und so, der kann es richtig laut machen. Das macht dir das Gehirn nicht kaputt, aber diese hohen Töne, die können da richtig Sachen zerreißen. Aber ich meine, Zorn ist okay. Das ist ja. Das passt alles. Kann mich nicht beschweren. Oh nee. Ja, aber nicht, dann kannst du auch deine alten Dinger nutzen. Dann wäre es ja nur Geldverschwendung. Ich rede schon wie du, hörst du das? Was willst du bei mir? Keep racing! See you on the trail! Wir sehen uns auf der Straße. So wireless in hier wäre einfach der Segen, wo es halt einfach entspannt ist. 1,35, was bin ich denn hier? Gibt's leider ja nicht. Vielleicht für ganz hohe Preise, aber ich zweifle fast dran. Hey, ich habe meine BMW-Zeit mit dem BMW geschlagen. Oha. Mit einem anderen BMW. Also BMW hatte ich nach 136 Runden 1,35,6. Nach 17 Runden mit dem anderen BMW 1,35,5. 9,4. Also, ja, 0,7 Sekunden schneller. Nice. Aber der ist ja auch und sogar noch ein bisschen schneller als der Cord, aber der ist nur 4 Runden gefahren. Ich glaube, ich komme an technisch Zeit so schnell nicht ran. Was hatten wir mit dem Ding? Warte mal, du, was bist du denn? 1,39,6, wo ist denn technisch? Ich glaube, eine schnelle Sekunde, mindestens eine Sekunde schneller. Mit dem Ferrari? Ja. 1,38,760. Ja. Weißt du, was ich mit dem Ferrari habe? 1,36,484. Boah. Aber nur, weil ich halt 81 Runden gefahren bin. Da ist aber auch hier gerade Standardeinstellung bei dem Wagen. Kann man bestimmt auch noch was rausholen. Ist links auch, kommt auch raus. Also ich muss immer wieder nachjustieren, weil das Kabel, weil ich es jetzt da so reingesteckt habe, habe ich links kaum Spielraum. Ja, keine Ahnung. Meine Ohren sind dann total trocken, weißt du? So richtig so, wie soll ich das erklären? Einfach so trocken, so glatt. Weißt du, wenn du trockene Hände hast, die nicht eingekriegt sind, das ist so glatt. Und genauso fühlt sich das an, in den Ohren und so. Alles, was über die Ohren geht, es gleitet halt einfach so. Wusch. Kennst du, wenn du trockene Hände hast, oder? Komplett trocken. Ja, nach dem Duschen oder so. Ich jetzt eher nach Beschreibung nach feuchten Ohren, aber nicht nach ja. Nee, nach trocken, total trocken. Trockene Haut, trockene Ohren. Du kannst total glatt. Wenn du nass hast, dann bleibst du ja hängen, was verfeucht ist. Ja, ich bin aber auch kein Fan von diesen Silikondingern. Dieses, dass die auch immer rausrutschen und alles, das nervt mich des Todes.
So, ich habe jetzt mal kurz die alten rein. Mal schauen, wie das ist. Sprich mal zu mir. Schönen guten Tag. Ich erreiche meine Zeit nicht, das nervt mich total. Na gut, eigentlich nervt es mich nicht, aber ich versuche mich zu verbessern. Ist ähnlich, nur nicht so basslastig. Also, ist ähnlich. Ist guter Sound. Ja, wobei man anmerken muss, wenn natürlich der Bass fehlt, kommen die Höhen immer deutlich präsenter raus. Ja. Das ist ja, weil du hörst ja immer, wenn kein Bass da ist, hörst du verstärkt ja die anderen Sachen, weil du ja die Lautstärke kompensierst, dadurch, dass du die Lautstärke anpasst. Mhm. Ist halt die Frage, ob du, ich sag mal dann, dadurch, dass die nicht so viel Bass haben, deine alten Lautsprecher, ist dann eigentlich eher die Frage, jetzt ganz gleich, ob du jetzt die Sennheiser besser findest oder am Ende dann morgen die anderen. Übermorgen. Möchtest du lieber mehr Bass haben und dir die Dinger voll ins Ohr proppeln oder möchtest du weniger Bass haben, aber hast es dann halt nicht so tief im Ohr stecken? Schauen wir mal. Ich habe jetzt so auf jeden Fall ist der normale Kopfhörer hier geholt zum Test. So ein Teil habe ich mir nicht geholt. Die kosten ja 100 Euro, die Teile. Ich habe mir jetzt günstig für so ein 20 mich, ne? Die geholt. Na, teach im Chat. Ja, okay. Ist ja auch Sonntag, ist auch schwer. Das andere war ja am Samstag bestellt und Samstag da. Ja, das ist voll krass. Das haben wir zum Beispiel nicht bei uns. Ach so, um die Frage zu beantworten. Wenn du kein Geld mehr hast, dann fliegst du vom Server. Hat Technik gesagt. Oh. Aber da steht am Server bei den Regeln, dass du mit 0 Euro joinen kannst. Kannst einstellen, dass du mindestens so und so viel Euro haben musst, aber ich habe es ja jetzt normal eingestellt. Verdienst jetzt sehr, sehr gut Geld. Ja, du verdienst und das jetzt kaputt gehen kostet ja nicht mehr so viel. Genau. Hier, das da, TG. Das kostet kaum noch was. Und du kannst einfach mit einer Runde nach der anderen gut Geld verdienen. Wenn du nicht so fährst wie ich, dann ja. Ah, vergessen zu schalten. Das sollte man auch nicht tun. Das kannst, und du kannst auch leveln. Je höher im Level, desto mehr Geld kriegst du bei der schnellen Runde. Nice. Und wenn man in der Gruppe spielt, mindestens 3 Leute, kriegen die noch mehr Geld. Wow. Ich werde dir, glaube ich, zurückgeben. Die stören mich halt einfach zu sehr, zu viel Kompromisse, weißt du? Ja, keine Ahnung, warum die das mit den Kabel so machen. Das kann ich dir echt nicht sagen. Seltsam, seltsam. Das jetzige ist halt, okay, schau mal, das beim jetzigen geht das Kabel mittig über den Bauch und das ist okay. Ich kann links, rechts nicht bewegen, hin und her schauen, kein Problem. Ist es denn so, wenn das Kabel genauso wäre wie beim anderen, wie wäre dann dein Fazit oder dein Zwischenfazit? Wenn das Kabel identisch wäre zum Beispiel? Ja, guter Ton. Sound ist gut. Das ist auf jeden Fall heller das jetzige, das andere ist ein bisschen dumpfer, aber Sound ist gut. Kann man also dann kann ist man es sagen. Bisschen heller und auch mehr Bass, ne? Das ist jetzt heller und weniger Bass. Das andere ist dunkler und mehr Bass. Also die Sennheiser sind dunkler so, und mehr Bass. So rum. Das, okay.
Sennheiser ist ein bisschen dumpfer. Okay. Ganz leicht dumpfer, aber dadurch aber trotzdem auch sehr klar. Weil mehr Bass. Ja, weil klar, das Dumpfer kommt natürlich wirklich, weil du den Bass ja viel mehr hörst. Aber es ist nicht schlimm, es ist nicht unangenehm, es ist sehr natürlich. Also sehr natürlich. Das hat ein bisschen mehr Höhen. Das hier. Es ist aber auch nicht so viel Unterschied, würde ich sagen. Das. Deswegen sage ich ja, die jetzt, die ich da habe, sind schon stark. Und die waren beim irgendeinem Telefon dabei. Vielleicht mache ich einfach mal mit Bestell auch ein, zwei. Kann man es austauschen. Also, wenn wir aufhören zu spielen, mache ich Überweisung. Erstmal sind 100 Euro erstmal für dich in Ordnung. Ja, machst du. Ich habe dir auch schon per E-Mail die PayPal geschickt. Hab ich gesehen, ja. Ja. Ja, wie du kannst halt. Wie du kannst, wie du sagst, du, dass das dann, du überlebst halt. Ne, für den Monat. Dass du so viel zahlst. Ja, ich sag mal, ein bisschen Spielraum möchte man ja auch immer ein bisschen haben. Ja, klar. Ich könnte bestimmt noch ein bisschen mehr, ne? Aber ich sag mal, wäre halt angenehm, wenn es 100 Euro sind. Ja, ist doch okay, genau. So erstmal gut. Weil ich muss halt noch die Rechnung für dieses Equipment, was ich hier habe, zahlen. Ich habe das noch nicht alles gezahlt. Und da kann ich schon mindestens einen Teil schon zahlen. Also, dann dürfte ja theoretisch gesehen das Geld dann schon nachher bei dir drauf sein. Ja, das ist. Ja. Können wir eigentlich machen, wenn wir. Naja, Video gucken gar nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, wenn wir Kopfhörer machen, aber haben wir ja schon. Ja, wenn wir nachher Video gucken, passt ja. Da gibt's ich glaub, ein. Da gibt das Wochenende nicht so viel. Da gibt's von Monte Video diese CPUs nicht kaufen. Das war letzte Woche GPUs. Achso, das habe ich mir extra nicht angeguckt, weil ich dachte, das lohnt sich eh nicht. Ja, können wir trotzdem gucken. Einfach als Spaß, wenn du Bock hast. Ich wollte das GPU-Ding auch nicht gucken, aber ich dachte mir, komm, dann ziehen wir es mal rein. Einfach so, was weiß ich. Manchmal ist einem doch irgendwie Bock, obwohl man nicht Bock hat. Aber dann doch besser als irgendeinen anderen Trash. Lieber etwas, was man schon kennt und weiß, was einen erwartet, anstatt was Neues, wo man sich denkt, oh Gott, ist ja noch schlimmer. Oder nicht weiß, was dann kommt. Ich frage mich halt, andersrum hat er das Video ja schon gemacht, aber andersrum finde ich das irgendwie ein bisschen sinniger, weil da gibt man dann drei Empfehlungen ab und dann ist gut. Oder vier würde ich abgeben. Budget-Empfehlung. Hat sich ja, glaube ich, jetzt geändert. 40 Mal. Ja, egal wie rum man macht, hat Videos, weißt du? Erstmal, was euch kaufen soll, was euch nicht kaufen soll. Also man hat dann sein Content, wie auch immer. Was ich halt krass finde, wo ich schon gezittert habe, 3090 Ti mit 12,99. Wow. 3080 Ti für, wow, für 9,99. Und die 3090 Ti, ja, die ist nochmal noch 15% besser als die 3080 Ti. Ich musste mal reinziehen, wie viel Speicher die auch hat. Ne? 24, ja. Das ist so viel wie PlayStation und Xbox insgesamt am RAM haben. Das ist einfach krass, ja. Könntest du ein, zwei Tage mit auskommen? So ist meine Zeit jetzt so gut. 0,7 vorne. Okay. Ja, weil ich einfach laber, wenn ich konzentriere. Voll geil. Aber ich kann sie eh nicht mehr nach Hause nehmen, die Zeit. Boah, ich komme hier nicht um die Kurve, Alter. Ich komme hier nicht um die Kurve. Wieder Zeit verloren, alles. Alles verloren, was ich gewonnen habe. 0,7. Also da bin ich schon schwindlig geworden. Da habe ich schon gezittert. Ja. So schwitzig bin ich ja auch geworden, als ich mir die 360 Ti gekauft habe, weil ich es halt für einen Preis bekommen habe, den ich halt wirklich gut fand. Und dann habe ich schon geschaut, weil ich ja doch wahnsinnig bin bei Otto. Kann man ja Ratenzahlung machen. Da kostet sie noch 2500. Ja, okay, aber du kannst.